Ja, einen schönen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht, an die Gemeinde da draußen, an die YouTube-Gemeinde. Und wir sind ja bei LOTS Online und ja, wir müssen hier gerade erstmal unsere Seiten auswählen und dazu würde ich sagen, wählen wir einfach die guten, denn der Ton ist ja schon von Grund auf böse und deswegen machen wir hier einfach mal weiter und kommen jetzt in die Charakterauswahl. Da begrüßt uns ja schon eine sexy Dame. Ja, was nehmen wir denn? Also hier Gibberling steht auch zur Auswahl. Ich würde sagen, das ist für ein Gameplay ziemlich lustig. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir diese hässlichen drei kleinen Dinger einfach mal und gucken mal, was wir hier haben. Ja, Animist, Fist Fist mit einem Hasen dabei, ist Ostern pur gerade. Oder was haben wir hier? Jäger, Wächter oder Seher. Ja, Jäger ist behindert, ja. Wächter sind eigentlich ja beweglich, ne, und können mit Hieben dem Gegner hier so richtig Bäm, Bäm, Junge, Bäm, Klatsch und so, hier, ihr kleinen Nobbeldinger, hey. So. Was ist denn der Unterschied zwischen Mann und Frau? Ha, die sehen ja alle gleich aus. Wie? Okay, ihr habt Titten, ihr habt einen Schwanz? Na, ja. Egal, gut, nehmen wir das mal männlich, ne? Wir sind ja hier pure Gewalt. Also weiter geht's. Jetzt müssen wir hier erstmal alles einstellen. Ach, drei Namen. Ach du Kacke. Ja, machen wir mal. Franz, Peter und Franz, Peter und Wolfgang. Alles klar. Ja, wahrscheinlich sind die Namen nicht verfügbar. Egal, müssen wir gleich noch gucken. Was können wir hier noch machen? Aber können sie noch die Helme ausziehen? Oh, boah, nee, komm, komm, jetzt fängt schon an. Hey, ach du Kacke. Alle Kinder bitte wegschauen. So, was können wir denn auswählen? Gesicht. So, jetzt können wir das auch noch für alle einzeln machen. Ich glaube, es hackt. Ja, klasse. Toll. Also, der Franz, der kriegt erstmal eine richtig schöne Bratze. Welche nehmen wir denn hier? Die sind ja alle so schön. Na komm, nehmen wir einfach mal 11 Gesichtsmerkmal hier. Boah, schön sexy, hm. Ja, Fransen an dem Kinn. Boah, das sieht noch beschissener aus. Jetzt wird es immer schlimmer. Ich würde sagen, wir machen einfach ja nichts, wa? Hier, der Franz ist unser Cooler, wa? Der kriegt jetzt auch noch eine richtig sexy Frisur hier. Müssen wir mal drehen. Zeig uns deinen Hintern. Boah, eine Glatze. Wunderbar. Ja, hey, Franz, ja, lecker. Wunderbar, was ist das? Hautfarbe, also gut, haben wir nicht mal nicht dunkelhäutig, ja geht ja gar nicht. Das war natürlich jetzt kein Kommentar, der irgendwie zu bewerten wäre, nur um das mal anzumerken, falls ja wieder die Stimmen laut werden. So, was machen wir denn hier? Ja, was bist du denn? Och Mensch, Junge, du machst es mir schwer, komm, das bist du. Ja, Hautfarbe, Hautfarbe, alles klar, gibt's direkt zweimal. Machen wir dich hier doch was dunkler. Blau. Oh, blau. Yeah. Das sieht natürlich sehr geil aus. Statue. Ja, der kleine Mann. Der wird so klein, wie es geht, würde ich sagen. Das ist so, ne? 8 ist am kleinsten. Ja, nehmen wir mal 8, ne? Wunderbar. So, kommen wir zum Peter. Der Peter, der ist ein richtig hässlicher. Der kriegt jetzt mal direkt hier ordentlich auf die Fratze. Ja, was bist du denn? Ja, du bist hier genau hier wunderschön. So, jetzt nehmen wir mal was ganz toll. Das ist Peter. Peter sieht so aus. Frisur, ja, das passt eigentlich schon, ne, zu Peter. Das sind zwar, glaube ich, weibliche Frisuren, aber macht ja nichts, ne, die sind alle viel zu cool. Ja, das ist Peter. Alles klar, Peter, kriege ich eine geile Frisur. Und natürlich, ja, hier dunkle Hände und, ah gut, blau sieht schon cool aus, blaue Fratze. Und der Peter, der ist auch ein ganz kleiner, Stufe 8. Und der Wolfgang, ne, wenn wir jetzt mal zu dem kommen. Ja, der hat hier ein Gesicht wie alle anderen auch. Die sehen nämlich alle fast gleich aus. Naja, Gesichtsmerkmal. Ja, sexy. Sieht so ein bisschen aus wie die Frisur von Lisa Simpson, nur andersrum. Was haben wir hier? Hautfarbe. Ja, da ändert sich mal wieder fast ja nichts außer die Hände. Auch mal so hier. Einfach mal grob. Hautfarbe mal wieder 10 hier. Nee, was war es? Blau? Nee, Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt ist der Toni verwirrt. 10, 10, Moment. Warum haben wir denn da nicht blau? Das kann ich jetzt... Das muss man noch nachvollziehen können, ne? Das verstehe ich schon wieder nicht, ja, das Prinzip. Egal, irgendwann mache ich falsch, aber also, ja, bleibt da halt so. Statue, 8, klein.
Wunderbar, sind wir auch ready, sehen alle sexy aus. Können wir uns mal so angucken. Oh, alles klar, los geht's. Annehmen, ja, genau. Ach, anderer Name, verdammt. Was war jetzt anderer Name? Ja, toll, und welcher existiert jetzt schon? Wo soll ich das denn wissen? Jo, mach mal, Franzi, Petersche und Wolf Gangi. So, alles klar, wunderbar. Wie existiert schon? Wer hat denn so einen Namen? Ach du. Franzi, Peterschen, Wolf, Gang, nie. So, jetzt muss aber jeden hier, wa? Ah, Mensch. 13 Zeichen, erlaubte Länge. Ja, wie viel haben wir denn hier? Oder ist zu lang, wa? Ja, machen wir halt mit 2N. Geht das? Ey, ich krieg einen Wolfgangi, wa? Ich krieg einen Wolfgangi. Das ist ja hier unglaublich. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ist doch wunderbar. Was willst du denn? Hier auch. Hör mal, das ist doch wunderbar. Mensch. So, alles gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was hast du für ein Problem? Keine Umlaute, keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen. Erlaubte Länge 4 bis 13 Zeichen. Ja. Und jetzt? Was machen wir jetzt? So, hier sagt er ja vergeben, ne? Das ist hier, da krieg so einen Hals, ne? Weißt du, bei drei Namen, da bist du schon total aufgeschmissen, ne? Jetzt habe ich die Schnauze voll. Franzi 1, 2, 3, Peterschen 1, 2, 3, Wolfgang 1, 2, 3. Wunderbar. Nee. Ey, jetzt haben wir es aber, oder? Jetzt geht's aber los. Also, jetzt habe ich die Schnauze voll. Was ist das denn? Mensch! Franz Bär. Peter, habe ich gesagt. Peter Bär. Pedobär. Und Wolfgang. Ne, der Name ist zu lang. Und, Mausi Bär. Alles klar. Okay, die waren männlich, aber scheiß drauf. So, jetzt ist es soweit. Jetzt fängt das hier im ersten Video schon an, weißt du? Da krieg ich direkt so eine. Warte, ey, pass auf, jetzt habe ich Schnauze voll. Elfen, komm. Los geht's. Erzmagier. Nee. Oh, der Templer, der sieht geil aus, wa? Der hat so richtig Style, der Junge. Ja, der geht schon richtig ab. Priester. Yeah. Orakel. Yeah. Sexy. Erzmagier. Na komm, der sieht doch ganz gut aus. Weiblich? Oh komm, weiblich, wunderbar. Was nehmen wir denn? Jetzt nehmen wir hier El Rontia oder sowas. Haben wir das schon? Keine Ahnung. Geschlecht, Frau haben wir schon. So, Gesicht. Frau. Ah, du guckst immer ein bisschen böse, wa? Oh, sexy. Ja, das sieht doch hier. Man hat doch was. Gesichtsmerkmal. Ja, hoffentlich hier kein so ein. Ups. Oh, da sind wir durch in sie rein. Alles klar. Kette. Nee, keine hässlichen Pickel. Nee, machen wir ja nichts, ne? So, Frisur. Oh, lange Haare, ist da was ich mag, aber die Frisur sieht ziemlich bedeppert aus. Die auch. Ja, nehmen wir die, ich hier meinte, die sieht doch ganz nett aus. So, Haarfarbe, natürlich passend zu einem Mädel. Oh, richtig sexy hier so, wunderbar, hier. Yeah. Hautfarbe, können wir da auch blau machen? Wahrscheinlich nicht, wa? Na, da müssen wir den mal ausziehen für, oh, Entschuldigung, da bin ich auf den Button gekommen. Da machen wir die mal, ja, das ist wirklich ein bisschen blau, ne? Machen wir die mal hier menschlich, relativ, das ist menschlich, ne? So, Statue. Oh, da wackelt ja alles. Halt doch mal alles bei dir, Mädchen. Ja, was machen wir denn? Hier, 6, ne? Wunderbar. Ziehen wir dich wieder an, setzen wir dir ein Hütchen auf den Kopf. Boah, sieht das aus, ey, weg damit. So, Erontia, guck mal, haben wir das schon? Ja, gibt's schon. Erontiana. Oh, wunderbar, es klappt. Ah, hier, Elrond. Ah, so komme ich auf den Namen. Ja, ich habe ja schon einen Charakter. Jetzt ist es raus. Der ist aber Stufe 11, da habe ich noch nicht so viel mit gezockt. Ich wollte ja nur mal anzocken und gucken, wie das so ist. Alles klar. Dann machen wir einfach mal Start. Ja, annehmen. Ich werde Glück brauchen, natürlich. Du hast im Ladescreen. So, jetzt werde ich einmal zum Kaffee greifen. Der steht hier neben mir. Das ist natürlich ganz gut gelöst.